Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eglodum zu einem nicen neuen Let's Test einer App spielen. That Level Again Nummer 2. So nennt sich die App. Ja, ich würde mal sagen, starten wir ohne viel Vorgelaber. Ihr werdet es ja selbst an dem Verlauf des Spiels bemerken, wie das läuft, muss ich nicht groß viel erklären. Oh, Level 1. Plain and simple, das ist ein bisschen, ja, in Englisch, aber das dürfte kein Problem sein. Hier sind die Steuertasten, hier ist rechts, das ist links, das ist springen. Ja, ich hoffe, ihr seht es richtig und es ist gut eingestellt. Ja. Ja. Ich hoffe, meine Griffe verdecken hier nichts. So, und schon wäre das erste Level gelöst. Ja, werdet eingeliefert. So. Sorry, wenn mein Englisch ein bisschen miserabel ist, aber ja. Und so stirbt man übrigens, wenn ihr es gerade eben gesehen habt. Wenn man an eines dieser Zacken stößt, dann verliert man sein Leben und muss von vorne anfangen. Da liegt meine Leiche rum. Oha. Hier ist es. Oh, habe ich jetzt die Stachel gar nicht gesehen? Schon ein bisschen schlecht, aber ja, ihr wisst Bescheid. Ich gebe immer mein Bestes und ja. Nummer 3, The Moon. Okidoki. Hier oben links, wenn ihr seht ihr so ein bisschen, da ist eine Glühbirne, dort kann man sich Tipps geben lassen, im Austausch gegen eine Werbung. Also man muss sich dann Werbung angucken. Oh scheiße, jetzt bin ich schon wieder gestorben. Hopp. Zack, hier hoch den Schlüssel holen. Oder auch nicht. Ich stelle mich hier nur ein bisschen blöder an, weil das für die Kamera ein bisschen mitten scheiße aufgestellt wurde. Oh, cannot take that. Ja, haben wir trotzdem hingekriegt und wir sind schon bei Level 5. Ist irgendwie leicht bisher. Is it in the second room again? Oha. You need a ninja here. Okay. Müssen wir da jetzt irgendwie dran springen? Ach, komm schon. Daran und nicht sterben. Zack. Nee, den kriegen wir da nicht drunter. Alles klar. Und vorsichtig zurück. Ja. Zack. Hopp. Und raus da. Level 6. Hui. Use your fingers. Ah, den kann ich hier hinschmeißen. Alles klar. Ach so, hier zum Aufschließen. Hab's kapiert. Emergency Exit. Muss man das Fenster zerstören. Entschuldigung, ich suche den Ring. Also, wir haben eine große Auswahl an Ringen. Zum Beispiel welche aus Silber oder vielleicht doch ganz klassisch aus Gold.
Hast du schon die Pfeifen gesehen? Die weltweit beste Auswahl an Nerd- und Fanartikeln. Elbenwald.de. Fantastisch einkaufen. Scheiß Werbung, weg mit dir. The New Look. Okay, muss vermutlich wieder in den Raum hier. Holla, was ist denn das? Hier ist the key. Runter kann ich nicht, ich kann nur links und rechts. Und hüpfen. Ah! Ich glaube, ich weiß, was es damit auf sich hat. Oh. The New Look. Das neue Aussehen. Muss man sich halt hier dreidimensionell vorstellen. Die Spitzen sind halt nach oben gerichtet. Das ist die Draufsicht sozusagen. Nicht so zweidimensionell, sondern man muss jetzt halt hier rüberspringen. Genau so. Hopp. Ist das nice. Hopp, hier rüber und fertig. Nummer 9. Ich bin ja auch irgendwie doof. So, hier entlang. Release the guest. Okay. Oh. Das wäre anders. Was mit dem? Der bewegt sich gar nicht. Okay. No jumps, Level 9. So, Level 10. Jetzt muss ich das machen, was er gemacht hat, oder? So, jetzt muss ich erstmal den Schlüssel holen. Na komm. Gleichzeitig. Das war's. Ja, das war's auch mit dem ersten Part. Gibt diesem Video 11 Daumen nach oben. Beim 11. Daumen nach oben spiele ich den zweiten Part davon. Also haltet euch ran und ja, Abo da lassen auf jeden Fall. Damit ihr ja nicht den nächsten Part verpasst. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl.